So, jetzt kommt endlich mal ausführlich die ganze Story seit dem Zeitpunkt, als ich gestern losgefahren bin, bis jetzt. Jetzt stehe ich hier mit meinem Auto, es ist wieder alles in Ordnung. Ja, gestern bin ich also von diesem See weggefahren, fahre und fahre und fahre. Und irgendwann, so nach 5 Kilometern, fängt mein Lenkrad an zu schlackern. Ich denke mir nur so, komisch. Guck auf die Straße, eigentlich alles gut. Neu asphaltierte Straße, spiegelglatt, daran konnte schon mal nicht liegen. Dachte mir erstmal nichts dabei, fahr also weiter. Schlackern wurde mehr. Ja, dann dachte ich mir, halte ich irgendwo mal an. War dann in einem kleinen Ort gelandet, hielt da an und wollte mir das Ganze dann mal anschauen und habe auch schon mal ein bisschen Werkzeug rausgeholt. Es könnte ja irgendwas locker sein. Hab dann überall dran gerüttelt und so weiter, war aber alles fest. Ja, das Problem lag woanders. Und als ich dann vorne links bei dem Reifen war, ist mir dann relativ schnell aufgefallen, der ist ganz schön heiß. Also unnormal heiß, so heiß dürfte er gar nicht sein. Bin dann zum anderen Rad gegangen auf der anderen Seite. Das war halt deutlich kühler. Und dann habe ich mir auch die Bremse mal angeguckt und so weiter. Und das war alles regelrecht am Glühen. Ja, und gerade in dem Moment, als ich dieses Problem lokalisiert habe, hielt auch schon der erste an. Also das war alles im Zeitraum von einer Minute oder sowas, anderthalb Minuten, fragte, ob ich Hilfe brauche. Keine Minute später kam aus der anderen Richtung eine Frau auf mich zu, sprach mich auf Deutsch an und hat mich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Und ja, witzigerweise hat sich dann herausgestellt, dass die auch aus dem Landkreis Hildesheim kommen und dann auch noch aus der Nähe von dem Wohnort, wo ich wohne, nämlich aus Bokenem. Und von meinem Wohnort bis nach Bokenem sind es vielleicht 10 Kilometer. Also ja, das ist schon wieder ein unglaublicher Zufall. Das kann ich eigentlich gar nicht fassen. Die hatten sogar noch ein Auto auf dem Hof stehen, mit einem Hildesheimer Kennzeichen. Dementsprechend, ja, sie haben mich zuerst gesehen, sind dann auf mich zugekommen, konnten mir dann weiterhelfen. Und ja, Heidi und Peter hießen die beiden aus Bokenem. Und dann haben wir erstmal den Reifen abmontiert, haben dann gesehen, die Kolben sitzen fest, beziehungsweise ja, die Bremsbacken greifen die ganze Zeit. Dementsprechend wurde die Bremse so heiß, dass irgendwann angefangen hat, das Lenkrad zu schlackern. Dann haben wir das System erstmal auseinandergebaut, die dann einige Male hin und her bewegt mit dem Bremspedal und wieder zurückgeschraubt, was dann auch funktioniert hat. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze jetzt erstmal wieder funktioniert. Also bisher bin jetzt eine gute halbe Stunde unterwegs, habe das Ganze nochmal kontrolliert. Die Bremsscheiben sind beide gleich warm gewesen. Ich rieche auch nichts mehr. Da war auch extremer Bremsstaub drauf. Also der Reifen war komplett schwarz im Gegensatz zu den anderen. Jetzt bin ich gerade durch Regen gefahren, deswegen sieht es wieder gleich aus. Ja, wollen wir mal sehen, was in den nächsten paar hundert oder tausend Kilometern passiert. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt erstmal hält. Wenn nicht, muss ich gucken, ob ich irgendwo einen Ersatzteil herbekomme. Aber es liegt auf jeden Fall an diesen Kolben im Bremssattel. Die sind einfach nicht mehr so gängig, wie sie mal waren. Und ja, die haben so ein bisschen festgehangen. Dementsprechend hat das Ganze Dauer gebremst. Und just in dem Moment, als ich da gestrandet war, habe ich eine Benachrichtigung von der Polarlicht-App auf mein Handy bekommen, dass für diese Nacht unglaublich gute Polarlichter vorhergesagt waren. Ja, und so haben wir dann auch stundenlang draußen gesessen, im Wintergarten, sind immer mal wieder rausgegangen, haben uns die Polarlichter angeschaut. Direkt in dem Ort, obwohl die Beleuchtung überall an war, konnte man die Polarlichter perfekt sehen. Ich habe Bilder ohne Ende gemacht, ich habe einen Zeitraffer gemacht, ich konnte die Polarlichter sogar filmen. Unglaublich, also es war meine allerersten, die ich jemals gesehen habe. Und ich hoffe, dass die jetzt in den nächsten Tagen noch mehr zu sehen sind, denn das Wetter wird dementsprechend gut, dass man ja große Chancen hat, die dann auch wirklich zu sehen. Ja, und jetzt fahre ich dahin, wo ich gestern eigentlich hinfahren wollte, nämlich weiter nach Norden zu ein paar neuen Plätzen und mal sehen, was mich da erwartet.
Vorhin musstest du zweimal treten, bis er sich überhaupt in Bewegung gesetzt hat. Jetzt setzt er sich schon beim ersten Mal. Gut. Das waren jetzt viermal. Gut, gut. Entschuldigung, Herr Rentier, wo geht's denn hier nach Finnland? Nicht weglaufen, nein, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Oh nee, was soll ich denn jetzt machen? Ich frag mich, wo die jetzt alle auf einmal wieder herkommen. Oh, guckt euch die Kleinen an, wie goldig. Hallo, darf ich euch mitnehmen? Entschuldigen Sie, hier gibt's was zu essen. Okay, Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Aber auf einmal fing das wieder an mit den Rentieren. Ich hatte keine Ahnung, wie viel tausend Kilometer, kein einziges Rentier gesehen. Verrückt. An meinem neuen Platz angekommen. Der hat sogar so einen Mini-Steg und einen Mini-Strand dazu. Also die Strandplätze hier in der Umgebung sind echt enorm. Also so viele Strandplätze habe ich, glaube ich, noch nie gefunden und angefahren. Okay. Ja. Und hier sind überall Rentierspuren. Hier vorne steht ein Shelter mit Feuerstelle und Sitzgelegenheiten. Das Ganze hier ist ein riesen Gebiet. Hier vorne, ab hier vorne beginnt der Sand bis hinten hin. Von da komme ich. Man könnte hier überall stehen und da hinten im Gebüsch, da habe ich mich versteckt. Schaut euch das mal an. Wie cool. Das muss ja einer regelmäßig pflegen, sonst würde das, glaube ich, nicht die Form behalten. Aber das ist ja mal cool. Gefällt mir. Dann hoffe ich natürlich, dass ich hier heute Abend Polarlichter sehe. Bisher ist die Wahrscheinlichkeit bei 2,0. Gestern war sie zwischendurch bei über 5. 5,3, glaube ich. Also schon sehr, sehr hoch. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt heute Nacht wieder bis dahin steigt. Und dann könnte ich halt wirklich hier unten am Wasser sitzen und zuschauen, wie die Polarlichter hier im Wasser schimmern. Oder auch einfach aus meinem Auto heraus. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich hier komplett alleine. Es ist wunderschön. Ich freue mich. Diesen Platz habe ich immer wieder durch Zufall gefunden. Nice! Mittlerweile ist es Abend geworden. Ihr seht an meinem Handtuch, ich war baden. Das Wasser ist unglaublich kalt. Viel, viel kälter als der letzte See. Eben höre ich es da hinten rascheln. Da läuft ein Rentier rum. Am Sandstrand. Und es ist auch noch ein weißes. Ja, der KP-Index steigt für die Vorhersage der Nordlichter. Ich hoffe natürlich, dass das alles hier heute Abend stattfindet. Und werde jetzt erstmal was essen. Und ja, vielleicht melde ich mich schon in 2-3 Stündchen zurück, wenn es hier langsam losgeht.
Es geht sowas von los. Schaut euch das an. Der ganze Himmel ist grün. Das sieht so verrückt aus. Hier stehe ich mit meinem Auto. Ich habe auch schon einige Fotos machen können. So sieht das Ganze aus mit Belichtung. Es ist einfach alles grün. So krass. Man bekommt es gar nicht richtig drauf. Doch hier. Total verrückt. Wie geil ist das bitte? Ja, Mann, das Warten hat sich gelohnt. Okay, ich war gerade ganz kurz davor, das andere Objektiv drauf zu schrauben, weil ich mal versuchen wollte, ein bisschen näher mir das Ganze anzuschauen. Und dann gucke ich auf den Bildschirm und sehe einfach das. Seht ihr das Funkeln? Ich komme gar nicht klar. Das funkelt einfach. Und so sieht das Ganze als Bild aus. Man sieht den Unterschied gar nicht so, weil das Handy das, glaube ich, runterregelt. Aber wie cool! Unglaublich! In der Ferne fliegen sie wieder. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber sie fliegen genau unterm Nordlicht. Das ist einfach zu cool. Das Nordlicht ist jetzt genau über mir. Dieses Riesenband, was von Horizont zu Horizont ging. Das ist jetzt einfach direkt über meinem Auto. Ich habe die Kamera gerade im Einsatz, deswegen muss ich es euch erzählen. Aber ihr werdet es noch sehen. Das wird so ein geiles Zeitraffer-Video. Diese Stimmung hier gerade. Es ist einfach unbeschreiblich. Ist das nicht wundervoll, eine Standheizung zu haben? Nach der Kälte draußen, wir haben ungefähr 2 Grad draußen, mache ich es mir jetzt richtig kuschelig. Und esse noch die Nudeln von vorhin. Die habe ich nicht ganz geschafft. Und dann gehe ich auch schon schlafen. Es ist ja mittlerweile schon nach 2. Mann, war das ein geiler Abend. Bilder folgen. Okay, Planänderung. Ich kann mir das einfach nicht entgehen lassen. Was hier gerade schon wieder los ist, direkt über meinem Auto. Ich versuche mal wirklich ganz still zu halten, damit man diese Farbenspiele genau sieht. Das sieht so genial aus. Das sieht aus wie, als würde jemand so eine riesige Decke ausschütteln. Wie so eine Welle. Man kann das gar nicht beschreiben. Das ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Hier überall, da hinten. Boah. Es ist so genial. Einfach der Wahnsinn. Guten Morgen. Heute war ein richtig schöner sonniger Tag bisher. Es ist saukalt. Es sind nämlich nur 7 Grad, dementsprechend Winterjacke, Kapuze und Wärmflasche. Ich arbeite trotzdem den ganzen Tag draußen, das lasse ich mir nicht nehmen, bei diesem schönen Wetter. Dementsprechend auch Solar, alles was geht. Solarpanel zum Aufstellen, Solartasche zum Direktanhängen und die Motorhaube-Solarzelle in der Sonne ausgerichtet.
Jetzt ist sie leider weitergezogen, deswegen muss ich das Ganze mal umbauen. Und dann habe ich eben gerade gesehen, da vorne im Wald versteckt sich ein weißes Rentier. Na du, lässt sich überhaupt nicht beirren. Ja, voll cool. Hier gibt es wieder Rentiere ohne Ende. Jetzt waren hier heute Morgen schon 3 Autos und ein Quad. Ja, der Steg ist abgebaut. Die haben den einfach mitgenommen. Naja, was soll's. Jetzt ist hier halt kein Steg mehr. Genau, und dann überlege ich mir mal, ob ich hier nicht mal nachher meine Angel reinhalte, weil ich immer wieder Fische auftauchen sehe. Und die sind auch relativ groß. Ja, mal sehen, mal sehen. Der Tag ist ja noch jung und nachher gibt es bestimmt wieder Polarlichter. Also mir gefällt der Platz hier sehr, sehr gut. Und sonst ist auch kein anderer Camper hier. Ja, einfach richtig, richtig gut. Ich habe den ganzen Tag Sonne und Nachtzeit Polarlichter. Wunderbar. Jetzt hatte ich mich im Auto verkrümelt, weil es schon so kalt wurde. Solarstrom kommt halt immer noch rein, den ganzen Tag schon. Meine Batterien sind knackevoll. Und jetzt musste ich mal kurz raus. Und ja, das weiße Rentier ist immer noch am Start. Das hat sich da eben hingelegt. Jetzt ist es aufgestanden, weil ich jetzt auch wieder draußen rumlaufe. Ja, auch wieder so ein richtig entspanntes Rentier, das hier erst stundenlang durch die Gegend läuft und dann sich einfach zu mir gesellt. Ich scheine die magisch anzuziehen. Pünktlich zur Nacht. Und jetzt zieht euch das bitte rein. Zieht es euch rein. Das wird gerade immer, immer stärker. Man kann es mit bloßem Auge so gut sehen. Hier über den kompletten Himmel bis zum Horizont, wo halt immer noch die Abenddämmerung ist. Hier oben dauert das extrem lange, bis die komplett weg ist. Boah. Richtig knallegrün. Total irre. Und wie sich das hier auch im Wasser spiegelt. Wahnsinn. Okay, das ist das absolut krasseste Nordlicht, welches ich bis jetzt gesehen habe. Und ich kann es mit meinem Handy filmen. What? Alter, das ist so hell. Der ganze See ist grün. Alles ist grün. Jo, was geht denn da vorne ab? Alter, schaut's euch an. Verrückt, absolut verrückt.
Ich bin heute weitergefahren. Der Platz war ja eigentlich richtig geil. Nur fehlt es mir an Wasser. Mein Wassertank ist fast leer. Bei der letzten Tankstelle, an der ich das tanken wollte, gab es es einfach nicht. Also die hatten keinen Anschluss für, ja, zum Wassertanken. Und ich finde, zum Verrecken keine Tankstelle, die irgendwie einen Shop hat oder ja die Möglichkeit, dass man sein Wasser auffüllen kann. Weil ich bin auf so einer weit abgelegenen Route unterwegs durchs Landesinnere, dass da erstmal nichts kommt auf meiner Route. Jetzt fahre ich aber trotzdem erstmal weiter Richtung Norden und fahre dann nachher einen kleinen Umweg, um dann hoffentlich Wasser zu bekommen. Ein bisschen habe ich noch, aber das sind vielleicht noch 5 Liter oder so, also es reicht eigentlich gar nicht mehr. Ist so jetzt auch erst zum ersten Mal vorgekommen in den ganzen Jahren, dass ich wirklich suchen musste, um Wasser zu bekommen. Dann soll es jetzt die nächsten Tage erstmal regnen. Das heißt, es sieht exakt so aus. Und dementsprechend fahre ich jetzt erstmal ein großes Stück nach Norden. Ich habe mir nämlich überlegt, ich fahre nach Finnland. Nochmal einen kleinen Abstecher. Und da in den Nordosten des Landes. Da habe ich ein richtig cooles Gebiet gefunden. Mit vielen Sandstränden und vielen Möglichkeiten freizustehen. Und ich hoffe sehr, dass ich da gute Plätze finden kann. Bis dahin sind es jetzt noch so 550 Kilometer vielleicht. Und auch die Nordlichter werden da deutlich stärker sein als hier jetzt in der Gegend. Ja, gestern Nacht bin ich dann noch mal eine Runde gefahren. Ich wollte meine Standheizung starten, ging natürlich mal wieder nicht. Ich habe es, wie oft habe ich es versucht? Ich glaube 5 Mal. Keine Chance. Dementsprechend bin ich dann noch mal eine Runde gedreht. Da ging es dann auf einmal. Ist ganz komisches das Problem. Also wenn ich die im Stand starte, läuft sie an und sie geht wieder aus. Und wenn ich fahre, läuft sie mit. Also es ist ja der werkseitige Zuheizer. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendwie ein Spannungsproblem ist oder von der Pumpe her, dass sie mehr pumpt, wenn man fährt. Dass der Zuheizer dann genug Sprit bekommt und das ganze System dann auch arbeitet. Naja, genau, ich wollte losfahren. Jedenfalls waren es minus 3 Grad. Meine Scheiben waren komplett gefroren ringsherum. Ja, es wird kälter. Mal sehen, wann der erste Schnee kommt. So, endlich gibt's Wasser. Aber guckt euch mal diesen Anschluss hier an. Das ist mein Wasserdieb. Den kann man hier so dran schrauben. Da war einfach nichts dran. Und alle Schrauben mit Gewinde, die ich dabei hatte, also alle Aufsätze, haben einfach nicht gepasst. Und das Teil ist auch schon kurz vorm Ende. Und das ist auch schon wieder die zweite Tankstelle. Ich weiß nicht, was hier oben los ist im Norden. Ja, aber jetzt wird das Wasser erstmal aufgetankt, nachdem ich den Rest rausgemacht habe. Denn ich habe gesehen, da ist ein bisschen Dreck im Tank drin. Den werde ich erstmal entfernen. Ich bin an meinem neuen Platz angekommen, bin jetzt nicht mehr weit entfernt von der finnischen Grenze, so nur noch ein paar Kilometer. Und ich habe diesen tollen Platz gefunden, mit Feuerstelle, selbstverständlich, und diesem riesen Strand. Mal wieder richtig gut. Und der Weg ist auch wieder eine Sackgasse, also hier ist überhaupt niemand und hier wird auch, denke ich, keiner hinkommen. Und hier werde ich jetzt erstmal 1 oder 2 Tage stehen und ordentlich was schaffen, solange das Wetter nicht so mitspielt. Dann ist mir heute Morgen was aufgefallen. Und zwar hat das so gepoltert, als ich abgebogen bin. Und schaut euch mal die Bremsscheibe an. Seht ihr das? Also die ist total rau angeschliffen. Fühlt sich auch echt nicht gut an. Und wenn man sich hier
mal die Bremsbeläge anschaut, also da ist eigentlich gar nichts mehr drauf. Jetzt habe ich eine Vermutung, und zwar ist ja vorne links das andere Problem, dass da halt zu viel Bremswirkung war. Ich glaube, das Auto hat das selbstständig ausgeglichen, hinten rechts dann mehr gebremst, kann ich mir halt vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist. Dementsprechend ist hinten rechts ist jetzt komplett runter. Aber vorne links funktioniert es wieder einigermaßen. Also es wird nur noch teilweise ein bisschen wärmer als die rechte Bremse beim Bremsen. Also top. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das Ganze bis zu Hause so funktionieren wird. Also ich bin ja jetzt schon wieder, keine Ahnung, 400 Kilometer gefahren. Auch durch den Wald, wo ich mal mehr gebremst habe. Und wirklich lange Strecken am Stück. Und ich habe es immer wieder kontrolliert. Und da ist nichts mehr komplett heiß geworden. Und ja, bis zu Hause wird das auf jeden Fall noch so passen. Und dann wird das auf jeden Fall direkt gemacht. Vor allen Dingen hinten. Und dann den Bremssattel vorne links wechseln. Also die Kolben tauschen macht, glaube ich, keinen Sinn. Die sind so hinüber. Und das ist eine Scheißarbeit, habe ich gehört. Dementsprechend einfach den Sattel tauschen. Und gut ist, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich Probleme mit den Bremsen bekomme. Denn die vorderen Bremsen habe ich noch machen lassen. Die sind komplett neu, Bremsen und Scheiben, also Belege und Scheiben. Und hinten war noch zur Hälfte drauf. Ja, naja, was soll's.